Namaste. Ich möchte in diese Yoga-Klasse mit dir zwei Erfahrungen in diese Stunde integrieren. Die eine ist das Gefühl von Lebendigkeit. Und wir werden das in dieser Yoga-Praxis natürlich dem Körper verleihen. Wir werden die Gelenke bewegen, werden die Muskulatur beleben, mal mit sanften, feinen und kleinen Bewegungen arbeiten, mal mit großen, fließenden, dynamischen Sequenzen arbeiten. Und so der Muskulatur ein gewisses Spannungsverhältnis und Entspannungsverhältnis schenken. Wir werden aber die Gelenke bearbeiten und sie beleben und ihren Spielraum vergrößern. Das ist die eine Seite, also das, was wir physisch erfahren, das Gefühl der Lebendigkeit und Leichtigkeit und auch Bewegungsfreiheit. Und auf der anderen Seite versuchen wir, eine andere Qualität zu integrieren, und das ist ein Moment der Ruhe. Etwas, das wir im Besonderen dem Geist schenken werden. Wir werden das versuchen, zum einen immer in Bewegung zu bleiben, also am Fluss zu bleiben und die Atmung und den Körper zu spüren, also dem Geist einen Fokus zu schenken. Und zum anderen versuchen, dann im Ausklang der Bewegungspraxis in Momente der Stille und Ruhe einzutauchen. Ja, also zwei Qualitäten, die wir treffen: Lebendigkeit im Körper und ein Moment von Ruhe und Gelassenheit im Geist. Wir versuchen, diese doch sehr unterschiedlichen Qualitäten miteinander in Verbindung zu bringen. Für diese Yoga-Klasse, die lebendig und dynamisch sein wird, brauchst du, wie gehabt, eine gute, rutschfeste Unterlage und im Idealfall zwei Yoga-Blöcke oder ein adäquates Hilfsmittel. Es geht sicherlich auch ohne. Du wirst da auch sicherlich mit deinen Möglichkeiten gut durch diese Stunde hindurchkommen, wenn du keine Yoga-Blöcke hast, aber sie sind doch hilfreich. Ja? Okay. Und wenn du das alles für dich gefunden hast, dann bitte ich dich, zu einem bequemen Sitz zu kommen. Und dann auch die Augen zu schließen, sodass wir uns einen Moment sammeln können für diese Praxis. Und so wie du die Augen schließt, so ist ein Teil der Sinneseindrücke nicht mehr nach außen gerichtet. Da sind sie ja normalerweise. Wir schauen in die Welt, beobachten sie, reagieren auf ihre Einflüsse und Eindrücke. Und wenn die Augen sich schließen, dann ist ein Teil der Welt ausgeblendet. Und damit auch der Fokus verlagert von außen mehr nach innen. Und gleichwohl, wenn die Augen zu sind, bitte ich dich noch einmal, den Raum, in dem du bist, zu spüren, zu fühlen, seine Klänge und Geräusche wahrzunehmen, seinen Duft. Und dann Schritt für Schritt zu dir zu kommen und zunächst die Haut deines Körpers zu spüren. Die Haut ist die äußerste Hülle des physischen Körpers. Es ist der Teil des Körpers, der die Grenze bildet zwischen Außen und Innen. Und die Haut hat verschiedene Sinneseindrücke. Wir können beispielsweise die Temperatur wahrnehmen. Vielleicht ist ein Körperbereich im Moment wärmer und der andere eher kühler. Wir können aber auch Berührung wahrnehmen, beispielsweise das, was dich berührt, die Kleidung, die du im Moment trägst, sogar die Luft, die deine Haut streichelt. Und all das, was die Haut berührt, kann ihr helfen, sich zu entspannen. Und wenn die Haut sich entspannt, dann wird sie weich und glatt. Entspann auch dein Gesicht, auch die Augen, auch die Augenlider und den Raum zwischen den Augen, auch deine Stirn. Und dann lass dieses Gefühl der Entspannung von der Haut hindurch in den Körper hineinfließen, in die Muskulatur, weil dort, wo du im Moment keine Spannung oder Anstrengung brauchst, dort kann die Muskulatur durchlässig und weich werden. Vielleicht auch im Schulter-Nacken-Bereich. Und dann lass dieses Gefühl der Entspannung noch tiefer in den Körper fließen, bis hinein in die Knochenstrukturen und in die Gelenke. Entspann deine Hüftgelenke, deine Kniegelenke, auch die Schultergelenke.
feinen Gelenke der Halswirbelsäule, sodass der Nacken durchlässig wird. Auch die Kiefergelenke können sich entspannen. Und dann stell dir vor, dass dein Kopf thront. Er thront auf einem Luftpolster, das ganz weich gefüllt ist, sodass dein Kopf auf diesem Luftpolster aufliegt und damit auch durchlässig wird für ganz kleine, feine Mikrobewegungen. Dein Kopf thront lebendig auf einem Luftpolster. Dann sind die obersten Gelenke, die Kopfgelenke auch entspannt. Und dann nimm deine Atmung wahr. Auch das ist ein Weg zu dir selbst, wenn du die Atmung beobachtest. Einfach wahr, wohin es atmet. Welche Atemräume geatmet werden. Dann kann es dich atmen, ohne dass du etwas verändern oder beeinflussen musst. Du kannst die Atmung freilassen und dann wirst du geatmet. Wenn die Atmung entsteht, dann bitte ich dich, sie zu verlängern und zu verfeinern. Beginne also tiefer zu atmen. Und dann kannst du spüren, wie dein Körper von der Atmung durchdrungen und belebt wird. Wie er sich atmen lässt. Auf sehr angenehme, sehr dynamische, fließende Weise. Du bist lebendig, dein Körper ist lebendig und die Atmung schenkt dir diese Lebenskraft und dieses Gefühl der Lebendigkeit. Ja, dann führ die Hände bitte vor deinem Raum des Herzens zueinander, sodass die Handinnenflächen sich berühren können. Da kannst du auch gerne die Daumen an dein Brustbein auflegen. Und einmal in diese Berührung spüren, die du dir schenkst. Und mit dieser Berührung, mit dieser Verbundenheit zu dir selber in diese Yogastunde eintauchen. Wenn du das nächste Mal ausatmest, dann atme tiefer aus. Und wenn die Einatmung kommt, dann öffne die Arme, mach einen weiten Bogen über die Seite nach oben, über den Kopf. Atme aus, bring die Hände zueinander, zur Stirn, zum Mund und zum Raum des Herzens zurück. Und noch einmal bitte einatmend die Arme öffnen, einen großen Bogen nach oben. Und ausatmen, bring die Hände wieder vor dem Raum des Herzens zueinander. Und wenn du magst, dann genieß eine Verbeugung auch vor dir selbst mit einem Danke für die Zeit, die du dir jetzt im Moment schenkst. Und dann, wenn du dich wieder aufrichtest, dann öffne die Augen. Und noch einmal herzlich willkommen. Namaste. Lass uns im Vierfüßler weitermachen und in diese Stunde eintauchen. Und wenn du Blöcke hast, zwei Yoga-Blöcke, dann kannst du die schon zur Matte legen, sodass du sie griffbereit hast. Und wenn du hier Vierfüßler ankommst, dann bitte ich dich zunächst, Bewegungen zu genießen. Also dich einmal durchzureckeln, dich zu verwöhnen. Denn dein Körper ist ein Werkzeug, das du heute sicherlich schon eingesetzt hast an diesem Tag. Und so kannst du ihm für den Moment das schenken, was er braucht, das an Bewegungen genießen, was dir gut tut. Dann trag diese Sequenz zu einem Bewegungsrhythmus aus Katzenbuckel und Pferderücken weiter. Und beginn immer diesen Bewegungsimpuls aus dem Becken heraus, dass von dort, vom Becken, eine Bewegungswelle durch den Rücken fließt und am Kopfbereich endet. Ja, beginnst immer am Becken, dass eine Bewegungswelle durch den Rücken hindurch fließen. Und der Kopf vollendet diese Bewegung. Dann findet auch eine passende Atmung dazu.
Und mach das noch ein, zwei Runden. Und dann bitte ich dich, in den langen Rücken, den neutral langen Rücken zurückzukommen und die Finger aufzufächern, sodass du eine gute, breite Basis der Hände zum Boden hast. Jetzt stell den rechten Fuß bitte auf, schieb ihn nach hinten. Und dann denk dir eine Hose mit einem Knopf, den du etwas enger zumachst. Dann ist der untere Bereich des Bauches aktiviert. Und mit diesem Halt heraus hebst du dein rechtes Bein an. Die rechte Hand gut erden. Dann streck den linken Arm nach vorn. Streck dich also diagonal auseinander. Dann kannst du spüren, das braucht Balance, das braucht ein bisschen Kraft und Halt. Jetzt führ dein rechtes Knie bitte zum Brustkorb, runde den Rücken und bring den linken Ellenbogen oder die Hand zum Knie. Einatmen, streck dich diagonal in die Größe. Ausatmen, rollst du dich wieder ein. Und dann mach das für dich bitte weiter. Und auch wenn es hier Kraft braucht und ein wenig anspruchsvoller ist, bitte ich dich trotzdem, die Bewegung geschmeidig zu machen. Noch zwei, drei Runden. Um dann mit dem nächsten Ausatmen wieder zu beenden und in den Vierfüßler zurückzukommen. Und da kannst du gerne dich wieder bewegen, Katze und Pferd oder dich reckeln, auch gerne die Handgelenke verwöhnen. Der Seitwechsel, stell den linken Fuß bitte auf, schieb ihn nach hinten, denk an die Hose, die du zuknöpfst und dann hebst du dein linkes Bein an, fächerst die linke Hand auf, die dich hält. Du kannst übrigens auch eine Faust machen oder kannst du den Yoga-Block hier nutzen, je nachdem, was für dein Handgelenk besser ist. Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann streck den rechten Arm nach vorn, mach dich diagonal lang, atme aus, bring Knie und Ellenbogen oder Hand zueinander. Und mach das im Atemfluss für dich weiter. Und auch hier, trotz der Kraft, trotz der Balance, die es braucht, bleib geschmeidig. Auch noch zwei, drei Runden. Und dann beim nächsten Mal wieder ausatmest, dann bitte ich dich wieder zurückzukommen in den Vierfüßler und da wieder in die Bewegung zu fließen, zu schlängeln, zu reckeln, das zu tun, was es für dich braucht, auch für die Handgelenke. Und jetzt greif bitte mit der rechten Hand ganz weit nach vorn auf die Erde und tauche einen Moment nach unten ein, sodass du die Stirn Richtung Erde ablegen kannst. Dann steht eine sehr schöne Weite und Länge in der rechten Seite. Entspann dich in diese Weite. Entspann dich Richtung Erde. Und dann komm wieder zurück in den Vierfüßler. Der Seitwechsel, linke Hand weit nach vorn aufsetzen und in Ruhe nach unten eintauchen. Die Dehnung genießen, den Bodenkontakt erfahren, der Atmung lauschen. Und dann komm bitte wieder zurück in den Vierfüßler und in den ersten abwärts schauenden Hund. Und bevor du den Weg dahin gehst, bitte noch einmal die Finger auffächern, ganz große Basis bilden und dann hoch in den abwärts schauenden Hund. Und dann streck dich und reckel dich und beweg dich, sodass du schon dynamisch und fließend in diese Haltung ankommst. Es muss im Moment nichts Starres oder Festes sein, sondern kann sich wirklich in seiner Dynamik entfalten. Vielleicht hast du die eine oder andere Muskulatur, die sich freut, wenn du sie bewegst.
Bitte dich dann auch dein rechtes Bein zu heben, mal die Hüfte aufzudrehen, also rechte Hüfte über die linke, wieder zurückzukommen, Hüfte wieder parallel, nochmal die Hüfte aufdrehen, das Bein hochheben und den Fuß wieder absetzen. Die andere Seite, linkes Bein nach oben heben, linke Hüfte hoch über die rechte stapeln und wieder zurückdrehen. Noch ein zweites Mal wieder aufdrehen und zurück und dann den Fuß wieder absetzen. Einatmend, komm nach vorne in den hohen Liegestütz. Ausatmend, wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmend, nach vorne in den hohen Liegestütz. Denk an eine Hose, die du zuknöpfst. Ausatmend, schieb dich aus dieser Kraft der Mitte zurück in den Hund. Und noch einmal bitte einatmend, nach vorne in den Liegestütz. Ausatmend, bring die Knie zum Boden, dein Brustbein vor dir zur Erde und dein Becken. Und dann einmal hier rackeln, schlängeln und bewegen. Wenn du eine Drehung magst, dann kannst du eine Hand in die Matte drücken und dich auf die Seite drehen. Und dann reckel dich nach oben in eine erste kleine Rückbeuge. Das Becken etwas einrollen, den Beckenboden etwas schließen, Schultern zurückrollen. Und dann komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Auch hier bleibt in der Bewegung. Und dann krabbel mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Dann stützt die Hände auf die Oberschenkel, komm in eine gestützte Hocke nach oben. Und auch hier tauchen die Bewegung ein oder auf und beobachte, wo es für dich gut ist, wo du dich bewegen magst. Dann spür auch den Boden unter dir, der ist ruhig, der ist stabil. Drück die Füße nach unten und reckel dich nach oben in den Stand. Dann strecke die Arme nach oben aus, mach dich groß in den Seiten. Und bring dann die Hände vor dem Raum des Herzens zu dir nach unten. Beug die Knie etwas, tauch in den Fingerkuppen ein. Und wenn du einatmest, dann kommst du hoch in den Stand. Wenn du ausatmest, dann öffne die Arme, beug die Knie und verbeug dich nach unten. Einatmen, kommst du in die halbe Vorbeuge nach vorn. Beim langen Rücken, lass die Knie gebeugt. Ausatmen, entspann dich weich in die Verbeugung. Der rechte Fuß im Einatmen weit nach hinten aufsetzen. Ausatmen, nimm den linken Fuß nach hinten zum Hund. Einatmen, komm in den Katzenbuckel, dann die Welle zum Pferderücken. Und ausatmen zum Kind oder ein halbes Kind, wie auch immer diese Haltung heißt, das Gesäß ein bisschen zurück und die Hände weit nach vorn, sodass du nach unten eintauchst, in eine Dehnung. Und dann komm wieder zurück in den Vierfüßler, einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen der Liegestütz, ausatmen die Bauchlage, Knie, Brustbein und Becken absetzen. Einatmen, Becken einrollen, Schultern zurückrollen, heb dich nach vorn hoch. Ausatmen, komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, das rechte Bein heben, ausatmen, die linke Ferse senken. Einatmen, linke Ferse hoch, rechter Fuß nach vorn. Ausatmen, linker Fuß nach vorn, in die Vorbeuge schmelzen. Einatmen in die halbe Vorbeuge, wieder ein langer Rücken, die Knie noch leicht gebeugt. Ausatmen mit gebeugten Knien weich in den Oberkörper nach unten eintauchen. Einatmen, kommst du über die Hocke nach oben, zieh die Beinmuskulatur hoch. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn nach oben kommen. Ausatmen, in die Vorbeuge entspannen, Beine leicht gebeugt. Einatmen in die halbe Vorbeuge, heb den Raum des Herzens an, ausatmen, tauch mit einem weichen Herzen nach unten ein. Linke Fuß, einatmen, weit nach hinten setzen, ausatmen, rechter Fuß mitnehmen zum Hund. Einatmen in den Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen zum Kind oder in diese lange, gestreckte Variante des Kindes. Einatmen wieder nach oben, Katze und Pferd. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Heb einatmen, dein linkes Bein hoch und senk ausatmen, die rechte Ferse tief. Einatmen, rechte Ferse hoch, linker Fuß nach vorn. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge, langer Rücken, die Beine ein bisschen mehr strecken. Ausatmen, die Knie beugen, Oberkörper nach unten verneigen, die Beine langsam mehr strecken. Einatmen, über die Hocke nach oben kommen. Ausatmen, die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, vorn nach oben. Ausatmen, in die Vorbeuge eintauchen. Am Ende die Beine ein bisschen mehr strecken. Einatmen, in die halbe Vorbeuge, mach die Beine jetzt ganz lang.
Ausatmen, entspannen, wieder die Knie etwas beugen, Oberkörper entspannen, die Beine langsam strecken. Einatmen, rechter Fuß nach hinten. Ausatmen, linker Fuß nach hinten, der Hund. Einatmen, der Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, komm wieder nach oben, der Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, hebt dein rechtes Bein nach oben. Ausatmen, senkt die linke Ferse tief. Einatmen in den hohen Liegestütz, den Hosenknopf zumachen. Ausatmen in die Bauchlage. Rechtes Bein kannst du ablegen. Einatmen in eine Rückbeuge heben. Ausatmen wieder zurück in den abwärts schauenden Hund, diesen einbeinigen abwärts schauenden Hund. Rechtes Bein hoch. Und jetzt stell dir vor, du schiebst die rechte Ferse gegen einen Widerstand der Luft weit nach hinten weg. Mach die rechte Seite richtig lang. Und dann schau Richtung Hände und schwing den Fuß nach vorn. Hier bleiben wir jetzt einen Moment, du kannst gerne auf die Fingerkuppen kommen oder Fäuste nutzen oder eben die Blöcke nutzen. Und erstmal hier ankommen. Bitte dich dann, deine Zehen im rechten Fuß zu heben. Und dann kannst du sehen, wenn du den Fuß beobachtest, dass dein Innengewölbe sich nach oben hebt. Also auch der Innenknöchel kommt nach oben. Lass dein Fußgewölbe so aufgerichtet, wie du es jetzt für dich siehst. Auch wenn du die Zehen wieder senkst. Und sie lang ausgleiten lässt, ohne dass das Fußgewölbe kollabiert. Lass es gehoben. Gut. Und jetzt zieh bitte sanft beide Füße ein bisschen aufeinander zu, als würdest du die Yogamatte zusammenschieben. Das ist ein Kraftimpuls für die Beinmuskulatur. Eine Gegenidee, du entspannst die Beine und lässt die Füße auseinanderfließen, als würdest du die Matte dehnen. Einatmen, die Füße ein bisschen aufeinander zuziehen. Ausatmen, die Füße voneinander wegschieben. Dann mach das für dich noch weiter. Und nach einem Zyklus, mit dem nächsten Ausatmen, die Beine entspannen, Atem fließt weiter. Und jetzt nur ein wenig sanft die Füße aufeinander zuziehen, als würdest du sie zusammenbringen wollen. Nur sanft, ja, sodass gerade so die Beinmuskulatur aktiv ist. Noch einmal die Zehen entspannen, den Fuß nach unten drücken. Und dann werden die Hände leichter. Du kannst sie gerne hier lassen, über den Boden schweben lassen. Oder wenn du mit mir einen Schritt weiter gehen möchtest, dann die Arme nach vorn strecken. Und dann streck dich ganz groß. Atme ein und atme aus, bring die Arme nach hinten. Und mach das ein paar Mal weiter. Ja, das ist jetzt sehr kraftvoll für die Beinmuskulatur. Die stützen dich. Und tragen dich. Noch einen neuen Zyklus mit dem Einatmen. Schwing dich nach oben hoch in den ersten Helden. Ausatmen, bring die Hände vor den Raum des Herzens, bitte. Mal die Schrittstellung sortieren, hier ankommen, Halt finden. Und jetzt eine Drehung. Jetzt bring den linken Ellenbogen an die Außenseite des rechten Knies. Drück mit dem Ellenbogen gegen das Knie. Halte mit dem Knie dagegen. Schließ den Beckenboden und jetzt bring dich nach rechts auf. Und es geht dann gut, wenn du die obere Hand an die untere Hand drückst. Dreh dich und streck dich dabei. Und atmen. Finde ein gutes Maß an Kraft und Lebendigkeit. Oder Lebendigkeit und Ruhe. Einmal tief durchatmen. Wenn du mehr möchtest, dann nutzt die Ausatmung und streck die Arme von dir weg. Schau zwischen den Armen nach rechts. Einmal einatmen, strecken. Ausatmen, die Hände zurück und zurück in den Hund. Und die Spannung wieder rausschütteln oder kleine Hüpfer machen, je nachdem. Du kannst entweder hier im Hund bleiben oder kurz zum Vierfüßler wechseln oder durch den Vinyasa fließen, wenn du Energie hast. Einatmen, dabei nach vorn. Der Liegestütz, Ausatmen, Bauchlage. Knie, Brust, mein Becken ablegen. Einatmen, eine Rückbeuge. Ausatmen, zurück in den Hund. Und hier treffen wir uns wieder. Komm bitte hier an im Hund. Und vertief die Atmung. Lass sie lebendig in den Raum des Rückens fließen. Dann heb dein linkes Bein nach oben hoch.
Und auch hier stell dir vor, du drückst den Fuß gegen einen Widerstand nach hinten weg. Mach die linke Seite ganz lang und schwing dann den Fuß nach vorn. Auch hier mal den Blick zum linken Fuß. Beobachte, was passiert, wenn du die Zehen hebst. Ja, dann aktiviert sich dein Längsgewölbe des Fußes. Der Innenknöchel hebt hoch. Lass den Fuß so, wie er sich hier zeigt. Und senk dann die Zehen langsam zurück, ohne sie zu krallen. Lass sie ganz lang ausglatten am Boden. Auch hier analog mit dem Einatmen die Füße ein bisschen aufeinander zuziehen, Kraft in den Beinen spüren, ausatmen, entspannen, Füße voneinander wegfließen lassen. Und das die nächsten Atemzyklen. Dann komm wieder an und nur ein wenig sanft die Füße aufeinander zuziehen, ohne dass es zu viel Kraft fordert. Dann den Fuß noch einmal in die Erde drücken. Das ist ein Widerstand, drück den Fuß in diesen Widerstand der Erde. Dann werden die Hände leichter, du kannst sie hier schweben lassen oder in eine Dynamik kommen. Einatmend die Arme nach vorn bringen, ausatmend nach hinten schwingen. Und das die nächsten Runden würde ich machen. Ja, wenn du dann beim nächsten Mal einatmest, dann schwing dich hoch in diesen ersten Helden und ausatmen, bringst du die Hände zum Raum des Herzens. Ruhig die Schrittstellung nochmal justieren, wenn jetzt zu weit ist. Dann finde Halt, ein Fundament mit den Füßen zum Boden, Kraft in den Beinen. Und jetzt bringst du den rechten Ellenbogen an die Außenseite des linken Knies. Drück gegen das Knie, halte mit dem Knie dagegen, schließ den Beckenboden. Und jetzt drück die untere Hand und dreh dich dabei nach links. Entdeck die Lebendigkeit, aber auch die Ruhe, um hier anzukommen. Entdeck die Atmung. Auch hier kannst du bleiben oder noch ein bisschen mehr Energie dir fordern, wenn du das möchtest. Dann machen wir den Beckenboden schließen, Bauchnabel nach links hochziehen und im Ausatmen die Arme strecken und zwischen den Armen zur Seite schauen, der Atmung Raum geben und langsam lösen. Die Hände zurück, zurückschwingen in den Hund und ganz glücklich, dass es vorbei ist. Die Beine ausschütteln, kleine Freudenhüpfer machen, dich durchreckeln. Lass uns einmal zusammen den Vinyasa fließen. Einatmen in den Liegestütz. Ausatmen in die Bauchlage, Knie, Brustbein und Becken absetzen. Einatmen deine Rückbeuge. Ausatmen der Hund. Und dann komm mit in den Vierfüßler. Und nutze hier nochmal Bewegungen für dich. Immer durchrackeln, durchbewegen. Ich bitte dich wieder mit der rechten Hand weit nach vorn zu kommen. Und dann mit der Stirn Richtung Erde einzutauchen. Einen Moment Ruhe zu finden in dieser entspannten, langen Form. Der Seitwechsel. Linke Hand weit nach vorn greifen. Langsam nach unten eintauchen. Es ist nicht nur die Länge, die wir genießen, es ist auch diese Verbeugung zur Erde, die hier entstehen darf. Dann komm wieder zurück in den Vierfüßler. Ja, noch einmal in die Bewegung kommen. Dich reckeln, dich verwöhnen. Und wir beschreiten jetzt einen nächsten Abschnitt dieser Yogastunde. Wir versuchen aus der Lebendigkeit und Dynamik in eine ruhige Balance zu kommen. Ja, und dafür wird der Bodenkontakt sehr wichtig. Ich bitte dich hier schon, dich mit dem Bodenkontakt vertraut zu machen. Indem du die Finger auffächerst und wirklich einmal fühlst, wie die Unterlage im Moment sich dir zeigt, wie du sie spürst. Was das für ein Eindruck ist, den die Hände machen an dieser Unterlage.
Ja, und genau diesen Halt, den brauchen wir nachher. Wir brauchen ihn jetzt schon für den abwärts schauenden Hund. Stell die Füße bitte auf. Ich bitte dich, die Knie ein bisschen zu heben, dein Gesäß Richtung Fersen zu bringen, sodass du nah an die Oberschenkel kommst. Und jetzt schieb dich hoch, bleib an den Oberschenkeln, schieb den Rücken hoch, schieb dein Becken hoch, bis du ganz lang bist, noch an den Oberschenkeln bleibst. Und jetzt drücke mal ganz kräftig die Hände in die Matte, schieb den Boden nach unten weg und dabei ziehst du dich hoch. Du wächst nach oben, hebst dein Becken hoch, ganz hoch und noch höher. Wenn du ganz lang geworden bist, dann senk die Außenseiten der Fersen wieder Richtung Boden und beginn die Beine zu strecken. Es braucht den Kraftkontakt zum Boden, um daraus zu wachsen. Und dadurch hebst du dein rechtes Bein nach oben. Schieb noch einmal einen Widerstand mit dem Fuß von dir weg. Und jetzt heb deine rechte Hüfte hoch über die linke. Ein kurzer Blick zum linken Knie. Wenn das nach innen zeigt, dann dreht das Bein wieder so, dass das Knie zu dir zeigt. Jetzt schaust du unter der rechten Achsel zur Seite. Wenn du ein bisschen mehr möchtest, dann heb dein oberes Bein höher. Und jetzt mach die linke Hand schwer. Vielleicht so, dass du auf die rechten Fingerspitzen kommen kannst. Noch ein bisschen dich weiter drehen kannst, weiter wachsen kannst. Dann schau Richtung Hände und schwing den rechten Fuß nach vorn. Voilà. Brauchst du den Yoga-Block definitiv oder eben eine adäquate Unterlage für dich? Wenn du einen Yoga-Block hast, dann setz ihn bitte hochkant rechts außen von dir weg. So, dass du, wenn du den Arm wirklich lang streckst, dass du rechts außen, vielleicht sogar von der Matte weg, diesen Block aufsetzen kannst. Gut. So, hinteres Bein bitte auswärts drehen, sodass du die Ferse nach innen absetzen kannst. Wir haben einen Blick zum rechten Fuß. Das wird die Basis dessen, was wir jetzt machen. Ich bitte dich noch einmal die Zehen zu heben und zu sehen, wie der Fuß sich aufrichtet im Gewölbe, wie der Fuß und seine Struktur sich stärken und definieren. Lass den Fuß so, wie er hier ist, und senk die Zehen zurück. Jetzt holst du den hinteren Fuß ein bisschen näher. Und da kannst du dich weiter nach vorn schieben. Und jetzt schon mal die rechte Hand auf diesen Block oder auf die Unterlage aufstützen. Dann den rechten Fuß als Standfuß begreifen. Der wird uns gleich halten. Das rechte Bein wird uns stützen. Und mit dieser Information bitte ich dich, das rechte Bein langsam zu strecken und das hintere Bein abzuheben. Beide Beine strecken. Linke Hand bitte an die Hüfte. Und jetzt dreh die Hüfte auf, die linke Hüfte hoch über die rechte. Der Blick gern nach unten, die rechte Hand unter der Schulter aufsetzen. Und jetzt sind wir im Halbmond. Beide Beine strecken. Und so wie du sie streckst, so zieh die Beinmuskulatur hoch Richtung Becken, schließ den Beckenboden. Und während die Muskeln die Beine umarmen, schiebst du die Knochen der Beine wieder weg. Beinmuskeln ziehst du zum Becken und von dort streckst du die Beine. Den rechten Fuß nach unten gegen einen Widerstand, den linken, den oberen Fuß gegen einen imaginären Widerstand an der Wand wegschieben. Atmen, dann den linken Arm heben und wachsen in die Welt. Lebendig und ruhig zugleich. Und wir lösen auf, den Blick wieder nach unten, linke Hand an die Hüfte, vorderes, also unteres Bein beugen, Schritt zurück. Und zum Hund. Und vorher den Block bitte wechseln zur anderen Seite. Der Hund, einmal hier ankommen. Bewegen, räkeln, durchatmen. Wer mag, kurz in den Vinyasa oder in den Vierfüßler, je nach Wunsch. Ich bitte dich, dein linkes Bein zu heben. Und jetzt die linke Hüfte aufzudrehen. Kurzer Blick zum rechten Knie. Wenn das nicht mehr nach vorn zeigt, dann dreh das Bein so, dass das Knie nach vorn zeigt. Meistens ist das die Auswärtsrotation. Und jetzt schaust du unter der linken Achsel zur Seite. Wenn du mehr magst, dann heb dein oberes Bein höher. Und jetzt weißt du, wir kommen gleich in dieser Haltung. Ja? Und es braucht Kontakt zum Boden. Drück die Hände nach unten. Und stell dir vor, du schiebst mit dem oberen Fuß dich einen Widerstand an der Wand entlang. Und wenn du mehr magst, dann die rechte Hand schwere, linke Hand kurz auf die Fingerkuppen, nochmal weiter drehen, weiter strecken, einmal tief durchatmen und den Fuß nach vorn.
So, zweite Runde. Linker Fuß, der Standfuß. Jetzt weißt du ja, was kommt. Ich bitte dich, die Zehen zu heben, den Fuß gut aufzurichten, das Innengewölbe zu heben, es so zu lassen und dann die Zehen wieder zu senken und sie entspannt abzulegen, so dass der Fuß nicht kollabiert im Gewölbe. Hinteres Bein auswärts drehen. Die linke Hand hat den Block, der Block nach außen, nach links versetzt, weit vor dir. Und wenn du hier ankommst, dann zieh den hinteren Fuß ein Stück zu dir heran. Ja, dann wird das Ganze jetzt leichter. Jetzt kannst du dich weiter vorschieben. Kommt mehr Gewicht auf das vordere Bein und das ganz in Ruhe als Standbein fühlen. Balance ist auch eine Frage des Geistes und der Konzentration. Also den Fuß in den Boden drücken, linke Hand auf diesen Block und dann ganz langsam den Fuß nach unten schieben gegen den Widerstand des Bodens und das Bein strecken und das hintere Bein heben. Rechte Hand an die Hüfte und langsam die Hüfte aufdrehen. Und den Block, sodass du unter deiner Schulter ankommst ungefähr. Obere Schulter fließt zurück, der Beckenboden schließt sich. Die Hose wird mit dem Knopf zugenäht. Also der untere Bauchraum ist aktiv. Und jetzt finde Kraft, zieh die Beinmuskulatur zum Becken. Und dann schieb vom Becken aus beide Füße weg. Den einen nach unten, den anderen gegen eine imaginäre Wand nach hinten. Finde Halt, Sicherheit, bleib aber lebendig. Und heb den rechten Arm. Und atmen und wachsen an dir selbst und in die Welt. Ein tiefer Atemzug und dann langsam wieder lösen, vorderes Bein beugen, hinteren Fuß aufsetzen und wieder zurück. Ganz in Ruhe, Schritt für Schritt zum Mund. Wenn du da ankommst, dann frohlockend durchatmen, Bewegungen genießen. Lass uns mal innehalten, Ruhe finden und die Atmung vertiefen. Ganz tief einatmen in den Rücken. Ganz tief aus, nochmal tief ein, tief aus, einatmen in den Liegestütz, ausatmen, Knie, Brustbein und Becken ablegen, einatmen, eine neue Rückbeuge nach oben, ausatmen, zurück in den Hund, mal wachsen, strecken, atmen. Dann der Vierfüßler. Auch hier die Bewegungen genießen, die jetzt gut ist. Die Anstrengung verteilt, die Wärme verteilt, die dich wieder lebendig macht. Und dann lass bitte dein Becken ein bisschen, vielleicht ein Drittel des Weges Richtung Fersen sinken. Und krabbel dann mit beiden Händen nach vorn. Komm einen Moment auf die Fingerkuppen. Und lass deine Stirn Richtung Erde schmelzen. So ein wunderbares Gefühl von Weite und Größe und Entspannung. Und eben waren wir ganz weit von der Erde entfernt. Und jetzt sind wir wieder so nah bei ihr, sind wieder angekommen zu ihr. Uns wird diese Haltung nicht nur etwas Physisches, das dich dehnt und streckt, sondern auch ein Gefühl des Verneigens zur Erde. Ja, dann bitte ich dich wieder zurückzukrabbeln in den Vierfüßler. Und zum Sitzen zu wechseln, und zwar so, dass du mit den Füßen nach vorn kommst. Gut, dann stütz dich bitte auf und da die Füße dir Halt gaben und die Beine dich trugen, lass uns sie ein wenig entspannen. Ich bitte dich, ein bisschen Abstand zwischen den Füßen zu schaffen und mit den Beinen ganz locker einmal ausschütteln.
Beginn dann mit den Füßen Kreise nach vorn zu zeichnen. Und schau, wie groß die Kreise werden können. Wechsel auch in die andere Richtung. Und wenn du noch was magst, also nochmal Beine strecken, schütteln, ausklopfen, dann mach das bitte. Immerhin gaben sie dir Halt in dieser Yoga-Klasse. So, dann wechsel bitte auf die Unterarme, also komm ein Stück der Erde näher und bring die Füße wieder zueinander. Während die Beine sich erholen können, lass uns im oberen Rücken weitermachen, ihn verwöhnen, ihn bewegen und dazu tauchst du in den Schulterbereich nach unten ein. Und jetzt hebst du dich nach oben, hebst du dein Brustbein nach oben hoch, rollst die Schultern zurück, lässt die Schulterblätter aufeinander zufließen, kannst den Kopf weich nach hinten anlehnen. Ausatmend, komm wieder nach vorne runter. Einatmend, heb dich nach oben hoch. Und das ein paar Mal ganz weich und sanft in die Bewegung fließen. Wenn du das nächste Mal eintauchst in den Schulterbereich, dann bleib dort. Stell die Füße bitte auf. Dann kannst du die Beine gerne nochmal ausschütteln. Und jetzt bitte ich dich, den Beckenboden zu schließen. Dir die Hose vorzustellen, die du mit dem Knopf etwas enger zuschließt. Oder einen Reißverschluss der Hose zumachst. In dieser Kraft zu bleiben und das rechte Bein zu heben. Bring die Oberschenkel bitte parallel. Der Blick nach vorn oder dem großen Zeh entlang in die Welt schauen. Und das ist das halbe Boot. Adha Navasana ist eine Sequenz, die die Vorderseite kräftigt. Atme hier. Wenn du das Gefühl hast, du magst mehr heute, weil es passt, dann bring das linke Bein mit dazu und bring die Füße zusammen. Wenn das jetzt sehr aktiv ist, dann beug die Knie etwas an. Und wenn du mehr magst, dann schieb die Fersen weit weg. Immer noch diese Hose zumachen und den Beckenboden schließen. Atmen. Dann den linken Fuß wieder absetzen, den rechten dazu. Und mal ganz sanft in den Schulterbereich eintauchen. Mal durchbewegen, der Atmung Raum geben. Zieh dich ein wenig mit dem Brustbein wieder hoch, roll die Schultern zurück, schieb die Schulterblätter zusammen unter dem Rücken. Den Beckenboden schließen, Hose zuknöpfen oder Reißverschluss zumachen und aus dieser Energie heraus das linke Bein heben. Bring die Oberschenkel parallel, der Blick nach vorne oder Richtung großen Zeh. Auch hier, wenn du mehr möchtest, dann nimm das rechte Bein dazu und bring die Füße zusammen. Und atme. Wenn es mit der Atmung nicht mehr funktioniert, dann beug die Knie. Und wenn es klappt, dann streck die Beine und lass es ruhig ein bisschen vibrieren. Mal tief atmen, dann bring das rechte Bein wieder zurück, das linke auch und tauch einen Moment in den Schulterbereich ein, beweg dich, schüttel die Beine aus und noch einmal beginnen in das ganze Boot, wenn du das mitmachen möchtest. Das Brustbein etwas heben, Schultern unter dem Rücken zueinander führen, den Beckenboden schließen, Reißverschluss der Hose zumachen und den Hosenknopf zumachen, das rechte Bein heben, linkes Bein heben, Füße zueinander bringen. Jetzt braucht es ein bisschen Balance und Ruhe. Und wenn du die Balance hast auf dem Beckenbereich, dann bring die Arme nach vorn. Wenn das jetzt sehr, sehr schwer fällt und du zurücksinkst, dann bleib ruhig ein bisschen tiefer, aber spann die Bauchdecke an, zieh den Reißverschluss der Hose zu. Wenn du es leichter magst, dann greife die Kniekehlen und zieh dich daran hoch. Und wenn nicht, dann bring die Arme nach vorn und atme. Und sei präsent, sei lebendig in der Atmung, sei ruhig und klar. Fühl die Kraft. Und jetzt greife die Kniekehlen, beug die Knie und roll dich bitte auf den Rücken. So.
Da kannst du gleich hier bleiben, die Knie umarmt lassen und die Beine ein bisschen schütteln, dich durchrecken, vielleicht auch schaukeln und schwingen. Gut. Dann stell die Füße bitte wieder auf und stell sie gut vor dem Becken auf, mit ein bisschen Abstand zwischen den Füßen und zum Becken. Und dann roll dein Becken ein und hebe es langsam hoch. Komm in die dynamische Schulterbrücke, in die Perlenkette. Und roll dich Wirbel für Wirbel wieder zurück zur Erde. Und mach das für dich weiter. Er findet auch eine gute Atmung. Ich nutze da immer gerne die Einatmung, um mich nach oben zu heben. Und die Ausatmung, um zurückzukommen. Vielleicht ist es bei dir auch so. Vielleicht ist es andersrum. Und wenn du es lebendiger magst, du kannst dich auch hochschlängeln. Ja, aber mal schauen, was dein Rücken jetzt als gut empfindet. Und dann bleib am nächsten Mal oben in der Schulterbrücke. Setu Bandhasana. Du kannst die Arme beugen, mit den Fingern nach oben orientiert sein oder du lässt die Arme lang und verschränkst eventuell die Finger. Egal welche Variante, du kannst die Schulterblätter unter dem Rücken zueinander führen, die Füße in den Boden drücken. Auch hier braucht es den Bodenkontakt, braucht Kraft in die Erde, um es dem Becken zu erleichtern, nach oben zu kommen. Jetzt ist die Rückseite stark, die Vorderseite ist weit. Trag deinen Herzraum nach oben und lass die Atmung dorthin fließen, in den Raum des Herzens. Einmal tief durchatmen. Und dann löst bitte auf, bring erst die Arme an die Ränder der Unterlage, dann zieh die Schultern nach außen und dann roll dich wirbelweise wieder zurück zur Erde und spür dort, wie du ankommst, wie die Erde dich empfängt. Auch wie die Spannung sich löst aus dem Körper und die Atmung sich verfeinert. Wir machen diese Schulterbrücke nochmal, diesmal mit Blöcken unter dem Becken oder einer anderen Unterlage unter dem Becken. Je nachdem, wie hoch du kommen möchtest, kannst du diesen Stapel so einrichten, dass es für dich gut ist. Und dann leg dein Becken bitte mit den Knochen, also mit dem Kreuzbeinbereich auf der Unterlage auf. Ja, du kannst dann gerne mal die Arme anwinkeln oder lang ablegen, etwas greifen, Blöcke oder Fersen oder die Hände verschränken. Dann schenk dir einen Moment Zeit, um dich in diese Form, in diese Rückborge zu entspannen. Auch das ist sehr schön, einmal für die Rückseite, für die Wirbelsäule, die sich in diese Form bewegt, die mobilisiert wird, aber auch die Vorderseite, die sich immer so schön strecken kann. Und lass die Atmung in den Raum des Brustkorbs und den Raum des Herzens fließen. Und dadurch die Beine trugen und in Ardha Chandrasana, dem Halbmond, die Halt gaben, möchte ich dich einladen, die Beine noch ein bisschen zu entspannen. Führe dafür ein Knie zu dir heran und dann das andere. Wenn du merkst, dass die Unterlage doch nicht so ganz passt, dann komm nochmal zurück, sortiere nach, bau um. Und wenn es passt, dann bring beide Beine nach oben. Dann kannst du gerne die Füße bewegen oder die Beine mal ausschütteln oder Bewegungen machen, die dir jetzt gut tun. Und während all dessen sind die Füße leicht und die Beine entspannt. Sie müssen dich nicht tragen. Die Venen können sich entlasten. Und wenn es dann gut ist, dann komm einfach wieder zurück und stell die Füße wieder zur Erde. Wenn du da ankommst, dann lass die Fersen in der Luft. Das hat den Vorteil, dass du dein Becken jetzt höher heben kannst, um die Unterlagen ganz gemütlich zur Seite zu nehmen.
Und für die Schultern wieder nach außen. Und wenn du dich abrollst, dann bitte in Zeitlupe. Lass dir ganz viel Zeit. Du kannst jederzeit gerne die Fersen auch absetzen dazu. Ganz in Ruhe, wirklich jeden Wirbel einzeln spüren, wie der den Boden berührt, wie er da ankommt. Das ist etwas sehr, sehr Interessantes, das immer wirklich in Ruhe zu erfahren. Wenn du schon angekommen bist, dann verweile und spür nach. Wenn du noch nicht angekommen bist, dann lass dir noch Zeit. Nimm die Atmung wahr, wie sie dich durchströmt, und an ihrer Leichtigkeit und Freiheit. Bitte ich dich, die Arme zur Seite auszubreiten, den Raum des Beckens etwas nach rechts zu versetzen, dann die Knie nach links zu führen. Das Becken rollt wieder zurück dorthin, wo es gerade war, in die Achse des Rückens. Mach das für dich gemütlich. Vielleicht magst du was unter die Knie oder zwischen die Knie legen, sodass es angenehm für den unteren Rücken wird. Finde eine angenehme Variante für die Arme, besonders den rechten Arm und die rechte Schulter. Komm dorthin, wo sich alles entspannen kann. Wenn du den Kopf wenden möchtest, dann versetze ihn vorher ein Stück nach links und rolle dann auf die rechte Seite. Dann komm genau dort an, wo du für dich sein möchtest, da wo es für dich erholsam und bequem wird. Und da es jetzt gar nicht mehr so viel zu tun gibt, kannst du gerne die Augen schließen und neugierig nach innen spüren, wie sich das anfühlt im Körperbereich. Was geschieht, wenn er sich entspannt und die Haltung sich vertieft? Nimm auch die Atmung wahr, wie sie dich jetzt durchströmt, wie sie hilft beim Entspannen, beim Lösen der Anstrengung. Dann komm langsam wieder zurück, Schritt für Schritt zur Mitte der Matte. Wenn die Bewegungen für dich gut sind, dann gönn sie dir. Und wenn du dann wieder da bist, dann versetz dein Becken ein Stück nach links. Lass die Knie nach rechts fließen. Vielleicht legst du was unter oder zwischen die Knie, sodass es für dich sehr schön, sehr angenehm wird. Auch der linke Arm liegt dort ab, wo die Schulter sich ganz gemütlich entspannt. Und den Kopf, wenn du ihn wenden möchtest, ein Stück nach rechts versetzen und dann nach links rollen. Und dann, wenn du es für dich sortiert hast, wenn du genau dort angekommen bist, wo es für dich gut ist, dann halte inne, schließ die Augen und beobachte neugierig, was geschieht im Laufe der Zeit, wie sich dein Körper entspannt. Wie er in all der Ruhe sich lebendig anfühlt und die Atmung dich durchströmt.
komme ich auch langsam wieder zurück zur Mitte. Und hier bitte ich dich, die Knie zu umarmen, auch dich zu umarmen, mit einem Gefühl des Dankes für das, was hinter dir liegt, für die Möglichkeiten, die du nutztest, den Weg, den du gingst. Dann greif die Knie einzeln, lass uns atmen und bewegen, also Atmung und Körper miteinander verbinden. Und wenn du beim nächsten Mal ausatmest, dann führ die Knie weiter zu dir heran. Wenn du einatmest, dann bring die Knie nach vorne und mach die Arme lang. Wenn du die Atmung freilässt und sie nicht beeinflusst, nicht kontrollierst oder lenkst, dann kann sie ihr eigenes Tempo finden. Dann findet sie Ruhe und Tiefe, aber kann eben auch lebendig und frei fließen. Der Atemzug an sich ist lebendig und manchmal entsteht zwischen den Atemzügen an den Wendepunkten ein Moment der Ruhe. Eine Ruhe, gefolgt von einer lebendigen Atmung, gefolgt von einem Moment der Ruhe. Lass es dich atmen. Und dann stell die Füße bitte wieder auf. Du kannst da gerne die Fersen etwas nach außen bringen und die Knie zueinander bringen. Und die Atmung weiter lauschen und ihr folgen. All ihre Fülle und Lebendigkeit schenkt sie dir einen Moment der Ruhe und Freiheit. Nimm deinen Körper wieder wahr, wie er geatmet wird. Auch seine Struktur, seine Größe, seine Maße. Die Dinge, die du berührst unter dir. Und komm bitte zu deinem Weg nach oben zum Sitzen. Wenn du einen für dich guten Sitz gefunden hast, dann bitte dich noch einmal die Augen zu schließen. Ohne große Anstrengung oder Spannung. Lass die Augenlider sich weich und liebevoll berühren und schließen. Und spür in den Sitz. Das ist sicherlich ein anderes Gefühl, ein anderes Körpergefühl. Eine andere Qualität des Sitzes als am Anfang dieser gemeinsamen Yoga-Praxis. Wir haben sehr viel getan. Wir haben uns bewegt, klein und groß und sanft und kraftvoll.
Das schenkt dem Körper ein lebendiges, geschmeidiges Gefühl. Wir haben die Muskulatur aktiviert, mal gekräftigt, also mal komprimiert, mal entspannt und ihr Länge geschenkt. Wir haben die Gelenke bewegt, das erhöht ihren Bewegungsspielraum, macht die Bewegungen leichter und freier. Und das verändert im Laufe der Yoga-Praxis dein Körpergefühl, deine Wahrnehmung deines Körpers. Wir haben uns von der Atmung lenken und führen lassen. Auch das verändert sie, es vertieft sie, verfeinert sie, gibt dir mehr Fülle und Raum und Freiheit. So ist jetzt auch die Atmung anders als zu Beginn dieser Stunde. Dann nimm auch deinen Geist wahr, so wie es dir geht und wie es ihm geht, in welchem Modus du jetzt bist. Das ist auch sicherlich anders als am Anfang dieser Praxis. Vielleicht ist der Geist auch etwas ruhiger geworden, konnte sich vom Alltag einmal lösen. Und da ist etwas sehr Interessantes entstanden. Ja, auf der einen Seite haben wir ein lebendiges, freies Körpergefühl. Auf der anderen Seite erfahren wir einen ruhigen, fokussierten Geist. Das sind in der Summe eigentlich zwei Qualitäten, die gar nicht so zusammenpassen. Lebendigkeit und Ruhe. Wir können entweder lebendig sein oder ruhig und haben doch hier beides vereint. Eine lebendige Ruhe. Wir können auch zwei andere, eigentlich opponierende Qualitäten miteinander in Verbindung bringen, Leere und Fülle. Der Geist ist vielleicht symbolisch etwas leerer geworden, wenn er Dinge loslassen konnte, die ihn sonst beschäftigt hätten. Vielleicht ist er ja, etwas leerer, etwas ruhiger und doch gleichzeitig in seiner Fülle präsent. In der Fülle der Eindrücke, in der Fülle der Wahrnehmung. Es ist ein weiter, offener, voller Geist. Voll und leer zugleich. Lebendig und ruhig zugleich. So lass uns am Ende dieser gemeinsamen Praxis mit diesen doch sehr interessanten, vereinigten Erfahrungen, diesen eigentlichen Gegenpolen, die wir verbinden, diese Stunde beenden und uns auf die ganz individuelle Reise durch den weiteren Weg dieses Tages machen. Nimm also deine Atmung wieder wahr, wie sie dich durchströmt, wie sie deinen Körper bewegt und belebt. Erspür die Haut, die dich umhüllt, die Dinge, die Haut berühren, die Kleidung, aber auch die Luft des Raumes, in dem du bist. Dann erspür, erfüll den Raum, der dich umgibt. Und bring hier die Hände vor deinem Herzen zueinander. Und wenn die nächste Ausatmung entsteht, dann verlängere sie und führe mit einer tiefen Einatmung die Arme über die Seite nach oben, einen großen Bogen hoch in die Welt. Ausatmen, bringst du die Hände zueinander, vor die Stirn, vor den Mund und zurück vor den Raum des Herzens. Und noch ein zweites Mal bitte einatmen, die Arme öffnen. Ausatmen, wieder zurückkehren zum Raum des Herzens.
Wenn du es möchtest, dann schenk dir eine Verneigung vor dir selbst mit einem Danke für die Zeit, die du für dich fandest und die Möglichkeit für dich, diese Praxis zu erfahren. Und dann, wenn du dich wieder aufrichtest, bitte ich dich, die Augen wieder zu öffnen und wünsche dir einen guten Weg durch die nächste Zeit. Vielen Dank für heute und Namaste.